Wenn wir mit dem Gesamtgeschäft der Bank im letzten Jahr beginnen, dann sehen Sie, dass wir dank eines starken Schlussquartals über 80 Milliarden Zusagen erreichen konnten. Das liegt leicht über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Zur Förderung in Deutschland: Wir haben einen außergewöhnlichen Zuwachs, vor allen Dingen durch die Wohnungsbauförderung, wo wir mit 15,5 Milliarden in diesem Programm energetisch bauen und sanieren. Umwelt- und Klimaschutz ist deshalb so wichtig, weil die privaten Haushalte für 26% des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland stehen, aber auch Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen 45% des Energieverbrauchs ausmachen. Da setzen unsere Förderprogramme zur Senkung des Energieverbrauchs eben an. Mit den Zusagen im letzten Jahr haben wir vielleicht 500.000 Arbeitsplätze geschaffen oder zumindest gesichert. Wir haben in der Beteiligungsfinanzierung in den letzten 15, 18 Monaten zwei neue Themen auf den Weg gebracht. Das eine, das ERP Venture Capital Fonds Investment Programm und der Co-Investitionsfonds, den wir zusammen mit dem Wirtschaftsministerium aufgelegt haben. Daneben als drittes Thema begleiten wir den sozialen Wandel und Zusammenhalt in Deutschland. Über 100.000 Bildungskredite haben wir im letzten Jahr zugesagt. Und beim Thema bezahlbarer Wohnraum haben wir die Kommunen mit einem großen Programm über die Länder gefördert. Also ein Einbruchschutz ist ein Programm im Bereich der Inlandsförderung und ein Teil von altersgerecht umbauen. Da haben wir zwei Elemente. Das eine ist das barrierefreie Ausbauen und das andere ist eben das Thema Einbruchschutz. Und wir haben dieses Jahr für das Thema alleine 50 Millionen, die wir in Zuschussmittel rausgeben können. Was vielleicht auch noch interessant ist, Schlagwort Digitalisierung, die Kunden, die Menschen können das Thema Zuschüsse für das Thema Einbruchsicherung auch mittlerweile über unser Zuschussportal online direkt beantragen. Umwelt- und Klimaschutz hat im letzten Jahr einen besonderen Stellenwert erreicht. Erstmalig haben wir 44% aller unserer Zusagen in diesem Bereich auslegen können. Das zeigt, dass grüne Finanzierung auch ein Teil eigentlich der DNA der KfW ist. Schwerpunkt nach wie vor Energieeffizienzvorhaben, die mit 23 Milliarden Zusagen belegt wurden. In der Export- und Projektfinanzierung hatten wir 2015 ein Ausnahmejahr. Diesem Jahr kommen wir wieder so auf den Durchschnitt der vergangenen Jahre. Wir haben der Qualität des Geschäfts Vorrang gegeben. Wir streben nach wie vor ein ausgewogenes Risiko- und Ertragsverhältnis an. In der Entwicklungsfinanzierung haben wir ein historisch erfolgreichstes Jahr hingelegt, 8,8 Milliarden insgesamt. Wichtige Themen in der Entwicklungsfinanzierung war die Unterstützung der sogenannten fragilen Staaten, also die Staaten, in denen ein Mangel an Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und auch an der Sicherstellung der staatlichen Grundfunktionen festzustellen ist. Ich glaube, dass wir sagen können, dass wir wiederum einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtursachen bereitstellen konnten. In vielen Regionen, die als Aufnahmeregion für Flüchtlinge gelten, haben wir stabilisierende Maßnahmen bewegen können. Also wir versuchen ja an den Ursachen zu arbeiten. Wir versuchen die wirtschaftlichen Kreisläufe in den Ländern zu verändern, damit die Kinder zur Schule gehen können, damit die Leute Brot und Lohn und Arbeit finden. Also das sind ja eigentlich die zentralen Themen, die wir machen. Auch die DEG bleibt sowohl in Afrika als auch in der Türkei und Jordanien, in Zielländern, wo Flüchtlinge hinkommen, sehr aktiv, sodass wir sagen können, dass wir hier in der FZ wirklich einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung von Fluchtursachen leisten können. Auch in der direkten Krisenbewältigung haben wir dann im Inland das Thema Flüchtlingsunterkünfte in den letzten 15 Monaten bewältigen können. Insgesamt konnten damit 150.000 Unterkunftsplätze in Deutschland von den Kommunen mit unseren Geldern bereitgestellt werden. Ein kurzer Blick auf das Innenleben der KfW. Und hier ist das Thema Digitalisierung ganz vorne dran. Da haben wir in diesem letzten Jahr sehr viel unternommen. Wir haben die wohnwirtschaftlichen Förderprogramme mittlerweile fast 100% digital,
sodass wir jetzt an den Rollout der gewerblichen Programme in diesem Jahr herangehen. Auch in der FZ, auch in der DEG haben wir digitale Projekte angestoßen, auch in Entwicklungsländern wie eine elektronische Krankenversicherung oder die Finanzierung von Mobilfunksendemasten im Kongo oder in Myanmar. Digitale Transformation auch im eigenen Haus voranzutreiben, das bewegt uns auch. Wir haben deswegen, das hatten wir schon berichtet, ein Digital Office gegründet, das wir jetzt mit einer Digitalakademie nochmal weiter ausgestattet haben. Das ist einfach so eine Art App Store, wo wir neue Projekte starten und ausprobieren wollen und auch wo wir insgesamt lernen wollen, was sich in der Digitalisierung alles bewegt, auch für ein Geschäftsmodell, auch für in Banking digital. Und damit wollen wir in diesem Jahr vor allen Dingen mit dem Digital Office weiterkommen.